Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Bomben und Elend in Syrien. Lässt sich der Krieg stoppen? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Zumindest viele im Westen sind überzeugt, es sind die Russen. Es sind die russischen Bomben auf Syrien, die alles noch viel schlimmer gemacht haben als ohnehin schon. Das sieht aber einer unserer Gäste, immerhin ein deutscher Vier-Sterne-General, komplett anders. Er sagt, die Russen haben mit ihrem militärischen Eingreifen den Friedensprozess erst ermöglicht, sagt General AD Harald Kujat. Marwan Khoury, Leiter der Barada Syrienhilfe, hält dagegen, Russland betreibt in Syrien eine Politik der verbrannten Erde. Außerdem sind bei uns der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, der Kriegsreporter Kurt Pelder, der Ende Oktober noch in Aleppo war, und die langjährige ARD-Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich. Seit September fliegt Russland nun Angriffe auf Syrien. Bomben auf die Provinz Aleppo. Immer wieder Tod, Trümmer, Verzweiflung. Neben der internationalen Allianz fliegt auch Russland Einsätze, auch in Aleppo. Putin unterstützt Machthaber Assad und brüskiert damit die westliche Koalition. Wir unterstützen den Kampf gegen den Terrorismus. Und Russland meldet, 1888 Terroristenziele habe man Anfang Februar innerhalb einer Woche bombardiert. Zehntausende Syrer fliehen vor den Bomben in Richtung Türkei. Aus der Luft greifen uns die Russen an, auf dem Boden die Truppen des Assad-Regimes. Die deutsche Kanzlerin besorgt. Wir sind entsetzt über das, was an menschlichem Leid durch Bombenangriffe entstanden ist. Bombenangriffe auch vorrangig von russischer Seite. Donnerstagnacht in München. Der russische und der amerikanische Außenminister. Frostige Stimmung. Aber ein Handshake. Der gemeinsame Plan? Eine Feuerpause. Hilfslieferungen. Friedensgespräche. Doch dann gestern auf der Sicherheitskonferenz Skepsis, insbesondere auf russischer Seite. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob dieses Treffen hier in München wirklich so erfolgreich war, insbesondere was dieses Dokument zur Waffenruhe angeht. Herr Pelder, Sie waren insgesamt 16 Mal in Syrien, zuletzt Ende Oktober, da waren Sie auch genau in Aleppo. Sie haben dort Kontakte und haben für uns jetzt auch mal nachgehört, was denn nun die Münchner Vereinbarung womöglich schon an Veränderungen gebracht haben. Haben Sie was gehört und wenn ja, fallen nun weniger Bomben? Nein, im Gegenteil. Russland hat seine Luftangriffe in Aleppo und nördlich von Aleppo verstärkt. Die Offensiven gehen weiter. Die Menschen in Aleppo, die Zivilisten, rund 300.000 an der Zahl, bereiten sich auf eine Belagerung vor. Sie haben angefangen, in den Stadtparks Gemüse zu pflanzen. Sie halten Hühner, sie halten Kaninchen und Schafe, um eben dieser Belagerung standhalten zu können. Sie haben gesagt, es sind die russischen Bomben. Warum sind Sie da so sicher? Nun, man kann die russischen Flugzeuge relativ leicht von den meisten syrischen unterscheiden. Die Russen benutzen zum Teil andere Typen von Flugzeugen. Und die Offensiven wurden jetzt traditionell in den letzten Monaten immer von russischen Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern begleitet. Zum Teil auch jetzt mittlerweile mit russischer Artillerie. Also das sind schon Angriffe, die sich verglichen mit Assads Luftangriffen massiv verstärkt haben. Und das sieht man ja auch an den Flüchtlingszahlen, die sich jetzt da an der türkischen Grenze aufbauen, bevor sie dann zu uns nach Europa kommen. Bringen diese russischen Bomben irgendetwas Gutes für die Menschen?
Nein. Für Assad bringen sie was Gutes, für den Iran und für Putin. Aber das ist ein großes Machtspiel. Für die Menschen in Syrien bedeutet das noch mehr Leid. Und für Europa wird das bedeuten, dass dieses Jahr vielleicht noch mal 1 bis 2 Millionen Flüchtlinge versuchen, in die EU zu kommen. Herr Kujat, Sie haben ein Interview gegeben der Passauer Neuen Presse. Das ist am Freitag erschienen. Darin haben Sie den Satz gesagt, den ich am Anfang auch schon zitiert habe, dass Sie sagen, die Russen haben mit ihrem militärischen Eingreifen den Friedensprozess erst ermöglicht. Das war vor der Sicherheitskonferenz, auch bevor die Syrien-Kontaktgruppe zusammengesessen haben und bevor Sie vielleicht jetzt von Herrn Pelder gehört haben, was da abgeht in Aleppo. Sagen Sie immer noch, dass die russischen Bomben was Gutes bringen für die Menschen? Das habe ich nicht gesagt. Sie haben gesagt, es ermöglicht den Friedensprozess. Richtig, es hat den Friedensprozess ermöglicht, denn Russland hat im September ja begonnen einzugreifen, militärisch einzugreifen. Und danach haben die ersten Verhandlungen allerdings dann als Reaktion und auf Druck der Vereinigten Staaten in Wien stattgefunden. Die Verhandlungen sind inzwischen wieder unterbrochen worden und sollen nun über diese Feuerpause wieder in Gang gesetzt werden. Ich glaube, man muss sehr sorgfältig differenzieren zwischen dem, was tatsächlich dieser Prozess bedeutet, dieser Friedensprozess bedeutet und wer das veranlasst hat und dem, was im Augenblick geschieht. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn man über die Situation in Aleppo spricht, dann muss man sich vor Augen halten, welche Strategie die Russen verfolgen. Das muss man nicht mögen, das muss man auch nicht unterstützen. Aber man muss sich darüber im Klaren werden, was es wirklich bedeutet. Was ich vermeiden möchte, ist diese Schwarz-Weiß-Malerei, die bei uns betrieben wird, dass die Russen immer das Schlechte tun, das Negative, und der Westen tut immer das Gute. Sehen Sie, ich will das an einem Beispiel erläutern. Den Russen wird vorgeworfen, dass sie auch die liberalen Kräfte bombardieren. Das tun sie sicherlich auch. Das kann man ja nicht leugnen. Das sehen wir jetzt ja auch in Aleppo. Aber die Türken bombardieren ja zum Beispiel auch die Kurden. Mhm. Und die Kurden sind sehr aktiv im Kampf, wahrscheinlich die aktivste Gruppe überhaupt im Kampf gegen den IS. Das wird bei uns nicht kritisiert. Ich plädiere dafür, sehr sorgfältig zu sehen, was dort geschieht, die Motivation dahinter, die Strategie und sich auch zu überlegen, was das am Ende bedeuten könnte. Das ist das Entscheidende. Und nicht zu sagen, dies ist schwarz und dies ist weiß. Ich will mir noch mal mit Ihnen anschauen und auch für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht allesamt die Passauer Neue Presse lesen, noch mal reingucken, was Sie da gesagt haben, um zu verstehen, was Sie meinen. Die Russen haben mit ihrem militärischen Eingreifen den Friedensprozess erst ermöglicht. Bis September 2015 hatten wir absoluten Stillstand. Weder die Amerikaner noch die Europäer hatten eine Strategie für ein friedliches Syrien und waren auch nicht bereit, sich massiv zu engagieren. Die Russen haben es gemacht und damit ein Fenster für eine politische Lösung aufgestoßen. Herr Schulz, muss dann der Westen, auch Europa, Russland letztlich dankbar sein für das, was es möglich gemacht hat, nämlich ein Fenster aufgestoßen? Man muss einer Kriegspartei nicht dankbar sein, dass sie Kriegspartei ist. Ich glaube, wir müssen, wenn wir über Syrien reden und Russland ins Auge nehmen, einfach sehen, dass Russland eine der beteiligten Kriegsparteien ist. Und man bekommt kriegerische Auseinandersetzungen am Ende nur auf zwei Wegen beendet. Entweder indem eine Partei gewinnt, das sehe ich nicht, oder indem man, und das ist der Drei-Punkte-Plan, der in München in Angriff genommen worden ist, zunächst einmal versucht, einen Waffenstillstand zu erreichen, um dann in einem nächsten politischen Schritt, diplomatischen Schritt zu vereinbaren zu kommen. In Herrn Kujats Äußerungen in der Passauer Neuen Presse gibt es eine richtige Feststellung. Das ist die fehlende Strategie der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäer. Das hat zu einem Vakuum geführt und dieses Vakuum füllt Russland. Ich habe, was Russland angeht, keine Illusionen. Also ist das gut, was Russland macht? Nein, ich bewerte nicht, ich beschreibe. Mhm. Ich habe keine Illusionen, wenn man um Machtpolitik diskutiert, sollte man sich Bewertungen zunächst einmal nicht zu eigen machen. Ich konstatiere, ich stelle einfach fest, da ist ein Vakuum entstanden und Russland, ein Staat, der eine expansive Politik verfolgt, der selbstbewusst sagt, wir sind eine Weltmacht und wir spielen hier im internationalen Konzert mit, füllt dieses Vakuum. Militärisch, sehr zum Leidwesen der Bevölkerung, das muss man sehen.
Und was wir tun müssen... Muss man sehen oder muss man das kritisieren? Das oder auch wieder nicht bewerten? Nein, natürlich muss man kritisieren, wenn Zivilbevölkerung getroffen wird. Aber das passiert ja. Ja klar, das kritisiere ich auch. Und das kritisiere ich ja nicht nur bei der russischen Intervention. Herr Kujat hat einen wichtigen Hinweis gegeben, da möchte ich übrigens widersprechen, Herr Kujat. Die Frage, dass zum Beispiel die Kurden bombardiert werden, ist in Deutschland ein Thema. Also das ist auch in meinem Parlament zum Beispiel ein beständiges Thema. Man kann nicht sagen, das würde nicht kritisiert, das wird kritisiert. Ich glaube, überall dort, wo Militär auf Zivilbevölkerung stößt, wo keine Rücksicht genommen wird auf die Zivilbevölkerung, muss man deutlich sagen, das sind Menschenrechtsverletzungen. Nur passieren die in Syrien praktisch von allen Seiten. Fast Bomben abzuwerfen, diskreditiert Herrn Assad in den Augen der Opposition. Das macht es uns moralisch extrem schwer. Und der Satz, dass Syrien mit Assad keine Zukunft hat, den würde ich unterstreichen. Aber ich muss zugleich auch sagen, es gibt eine Gegenwart in Syrien mit Assad. Und genau damit müssen wir umgehen. Deshalb ist der Weg, den wir gehen müssen, so bitter das ist, weil man so viel Leid sieht, trotzdem der die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Nochmal die Frage, muss der Westen Russland dankbar sein für das, was es da tut? Auf keinen Fall. Das ist keine Kategorie der internationalen Politik, jemandem dankbar zu sein. Sehen Sie, das ist eine Kategorie, die wir in unserem Privatleben einsetzen könnten. Man muss niemandem, der seine Luftwaffe aktiviert, dankbar sein, wenn er Zivilschäden, Opfer unter der Zivilbevölkerung sozusagen als Kollateralschaden mit in Kauf nimmt. Ich war da auch George Bush nicht dankbar für. Aber es ist keine Kategorie der internationalen Politik, so zu denken. Fakt ist, wir müssen mit dem umgehen, was vorhanden ist. Und Russland ist eine dort aktive, sehr starke Kraft, mit der wir auf irgendeine Art und Weise zurande kommen müssen. Die Kanzlerin hat Russlands Aktivitäten, ich nehme das Wort von Martin Schulz, einmal stark kritisiert, Frau Krone-Schmalz. Sie hat die russische Seite beschuldigt. Und ich frage Sie, tut sie das zu Recht, dass sie sie beschuldigt, mit ihren Luftangriffen für das Leid zehntausender Menschen verantwortlich zu sein? Es gibt ja ein paar Dinge, die auffällig sind. Es waren ja nicht die Russen, die als Erste in Syrien gebombt haben, sondern es haben auch schon andere gebombt. Und für mich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, sind Bomben zerstörerisch und bedeuten immer Leid für die Zivilbevölkerung. Also, was mir auffällt, seit Russen anfangen zu bombardieren, zählen wir zivile Opfer. Vorher nennt man das Kollateralschaden. Das ist das eine. Die zweite Geschichte ist, ich finde, das mit dem Dankbar ist wirklich nicht die Kategorie. Ich glaube, dass wir eine ganz gefährliche Denkfalle haben in diesem Thema. Und die Denkfalle, die besteht nach meiner Einschätzung in Folgendem. Wenn man sich auf moralisierende Debatten einlässt, dann ist das sehr leicht. Vor allen Dingen, wenn man selbst im Warmen sitzt. Und wenn man weiß, dass man moralisch immer auf der richtigen Seite steht, wenn man von Demokratie und Freiheit spricht. Und Moment, der Gedanke war jetzt noch nicht zu Ende. Gut. Das ist leicht. Was viel, viel schwieriger ist, komplexe und komplizierte Situationen zu analysieren und herauszufinden, was politisch, auch geopolitisch geht. Das ist nicht zynisch, das ist auch nicht menschenverachtend, ganz im Gegenteil. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass an und in Syrien so viele Akteure mitmischen, dass es an der Zeit ist, einfaches Gut. Der springende Punkt ist, einen Interessenausgleich auf möglichst zivilisierte Art und Weise herbeizuführen. Das nennt man politische Kunst. Und das wäre vor 5 Jahren erheblich leichter gewesen, als es jetzt ist. Aber da, und da möchte ich gerne dran erinnern, da sind Verhandlungen daran gescheitert, weil die USA nicht bereit waren mit Assad. Vielleicht noch ein krummes Ding. Es wird immer so dargestellt, als wäre Putin und Assad eine große Männerfreundschaft. Assad ist den Russen herzlich egal. Nur die Russen haben eine Erfahrung, die uns fehlt. Die haben die Erfahrung, dass was passiert, wenn Ordnungen verloren gehen. Ja? Und Assad ist Mittel zum Zweck, wenn Sie so wollen, um eine Region zu stabilisieren, wo auch unter anderem die Russen Interessen haben. Moralisiert die Kanzlerin dann?
alle moralisieren, die diese Schwarz-Weiß-Malerei betreiben und von vornherein davon ausgehen, dass die eine Seite der Welt das Gute will und die andere Seite das Böse. Also tut sie's. Was wollen Sie mit dieser Antwort besorgen? Ich will verstehen, wie Sie denken. Also. Ich sage Ihnen, dass ich Fragetechniken auch kenne. Also wo soll das hinlaufen? Wir sollten doch hier versuchen, dafür ist das, ich meine, klar, es hat einen Unterhaltungswert, diese Sendung sehe ich ein. Und wir haben morgen in der Presse mehr Aufmerksamkeit, wenn wir hier Zopf machen. Aber ich glaube, das Thema ist so wichtig, so gefährlich und so heikel, dass wir, die wir hier sitzen, Argumente und Gedankengänge auf den Tisch bringen müssen, damit die Zuschauer das als Basis nehmen können, um sich eine eigene Meinung zu bilden. So funktioniert Demokratie. Sehr gut, machen wir das glatt. Herr Kuri, ich möchte Sie in die Debatte holen. Ich möchte Sie kurz vorstellen, weil das noch nicht, natürlich nicht jeder weiß. Sie sind in Damaskus geboren, Sie leben seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland und Sie versuchen, über die von Ihnen gegründete Barada Syrienhilfe den Menschen in Syrien zu helfen. Sie bringen Hilfsgüter hin, Lebensmittel hin, medizinisches Gerät, soweit das gelingt. Sie haben auch versucht, Dinge nach Aleppo zu bringen. Was haben Sie gehört jetzt von den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben? Kommen die Hilfsgüter nun wieder besser an? Ja, also ich möchte gerne zuerst sagen, also ich bin ein humanitärer Aktivist. Also die Moral bei mir spielt ja große Rolle. Deshalb, also es erreicht uns jetzt gerade die Bilder von Aleppo, wie die Leute, wie die Kinder, die russische Einheiten jetzt töten, die meisten sogar töten wie mehr Assad-Regime in Syrien. Da gibt es ja die Right Watch, von, die in England sind, und gibt es die Zahlen. Also Human ich bitte, Rights Watch. Human Right Watch, kann jeder das schauen. Also die Russen sind reingegangen, weil sie wollen, dass Assad an die Macht bleibt. Die wollen die Alternative für Assad ausschalten. Die Alternative für Assad ist die freie, die gemäßigte Opposition, weil IS ist keine Alternative, das wissen wir ja. Mhm. Und deshalb sind sie reingegangen und deshalb ihre ganzen Angriffe, das wissen Sie alle, hoffe ich, und das kriegt man in den Nachrichten, die greifen nur die gemäßigte Opposition. Es sei in Aleppo oder Aleppo-Umland oder in Daraa in Südsyrien. In Aleppo selbst gibt es kein einziger IS. In der Stadt Aleppo, warum wird dort bombardiert? Es gibt nicht mal. Ja, es gibt, Nusra gibt es in Idlib, es gibt ja höchstens in Aleppo 100 Kämpfer, also die sind ja ganz, ganz Minderheit und die sind nicht in der Stadt Aleppo, vielleicht an der Front, dann können die an der Front bomben und nicht die Zivilbevölkerung. Mein Land und meine Leute und die Kinder bei uns sterben durch die Invasion, Sie sind durch die Russen. Ich bin doch auf Ihrer Seite, was das betrifft, nein. Um Gottes Willen, man ja, müsste ja Russen, verrückt sein, ja, aber die Russen sagen. Sind nicht reingekommen, um uns zu befreien. Ach. Die sind reingekommen, um uns zu töten, damit Assad an die Macht bleibt. Also und nochmal für die Entschuldigung. Also und für die Assad, für Assad-Regime, also Sie sagen, also man muss mit Assad reden. Ich bin wieder an der Moral. Also der Assad hat ja bei uns 500.000 Zivilbevölkerung getötet. Und deshalb, also für mich, meine Moral sagt, also man soll mit einem Massenmörder, nach der UNO-Definition haben wir gesagt, auch er hat ja Verbrechen gegen die Menschheit, mit so einem Mann eigentlich macht keine Frieden. Frieden soll natürlich mit Teilen der Regime sein, aber die kein Blut an der Hand haben. Jetzt unsere Arbeit in Aleppo, also in zwei Tagen kommt ja zwei Container nach Aleppo, Kindermilch. Die Aufruf, die kommt jetzt in zwei Tagen an? Oder? Jetzt ist sie in Türkei und ist auf der Weg nach Aleppo. Und das wird gelingen? Das wird gelingen. Also es gibt noch Wege nach Aleppo, Gott sei Dank. Es kommen ja uns die jetzt, die Hilferuf von Aleppo, die haben ja Angst, dass in den nächsten Wochen praktisch gekesselt wird. Das wäre ja ganz große humanitäre Katastrophe mit Hilfe der Russen, dass 300.000 in Aleppo gekesselt werden. Und in Aleppo kann man nicht vier pflanzen wie in Ghouta. Dann sind 300.000 Leute eigentlich bedroht von dem Tod, genauso wie wir in Madaya sehen. Mhm. Und deshalb versuchen wir so viel wie möglich jetzt vor der Belagerung reinzubringen. Und hat sich jetzt etwas verändert, Herr Kuri, durch die Vereinbarungen, die in München getroffen worden sind, in Richtung von etwas Besserem, dass Hilfslieferungen, das sollte ja eigentlich schon am Wochenende besser gelingen, dass sie besser nach Aleppo auch kommen und also, auch, dass dann langsam aber sicher eine Feuerpause. Mhm.
angestrebt wird? Also es ist keine Lieferung, keine Hilfslieferung reingekommen nach Syrien. Das ist Versagen natürlich der internationalen Gemeinschaft, weil es gibt eine bindende Resolution seit einem Jahr, dass die internationale Hilfsorganisationen Nahrungsmittel bringen, ohne Rücksicht, ob Assad oder die Opposition will oder nicht will. Aber der Assad verhindert bis jetzt die UNO, die Nahrungsmittel an die gekesselten Gebiete wie Mataya. Man braucht ja Ärzte ohne Grenze und Berichte von, das wissen wir, dass jeden Tag Leute sterben dort und Kinder sterben. Mhm. Deshalb also, und jetzt, also nach dieser Einigung in München ist ja bis jetzt keine Besserung passiert. Die Bombardierung ist nicht weniger geworden. Ich habe heute vor 2 Stunden mit unserer Helfer in Aleppo, die haben ja gesagt, in den letzten 2 Tagen fast pausenlos wurde bombardiert. Und ich halte eigentlich auch diese ganze Genfer Verhandlung, eigentlich in dem Moment, wie die Russen waren in der Verhandlung, in dem Moment gab es ja in 2 Tagen 100.000 Flüchtlinge. Die haben ja so massiv bombardiert, dass 100.000 neue Flüchtlinge entstanden innerhalb von weniger wie einer Woche von Aleppo-Umland. Also ich sehe, dass das keine Hoffnung, weil die Russen wollen keinen Frieden in Syrien. Die wollen, dass Assad an die Macht bleibt. Die wollen eine loyale Regierung, damit sie ihre Interessen im Land halten. Herr Kujat, fallen die Russen dann aus als ein Gesprächspartner, mit dem man sich in Richtung Frieden bewegen könnte? Ohne die Russen wird es keinen Frieden geben. Das sieht Herr Kuri anders. Das eben, deshalb sage ich es ja auch. Erstens, die Russen sind nicht nach Syrien gegangen, um Syrer zu töten. Sie sind auch nicht nach Syrien gegangen, weil sie Assad an der Macht halten wollen. Sie sind nach Syrien gegangen, weil sie strategische Interessen haben. Und diese Interessen sind ganz eindeutig. Man sollte wirklich versuchen zu differenzieren. Man muss auch sehen, man muss sich vielleicht auch fragen, warum bombardieren die eigentlich Aleppo? Warum greifen die an? Welche strategischen Ziele verfolgen sie? Erstens haben sie völlig recht. Aleppo war im Osten eingekreist von der Al-Nusra-Front, blockiert sozusagen. Die haben sie aufgebrochen. Und Aleppo ist für Russland ein strategisches Zwischenziel. Sie wollen, und das haben sie zum Teil ja schon getan, im Norden von Aleppo, sie wollen die Terroristen, wie sie es sagen, von der Versorgung aus der Türkei abschneiden. In die Türkei wird Öl geliefert, dafür kommen zurück Kämpfer und Waffen für den IS. Das wollen sie abschneiden. Dass sie damit auch die Versorgung abschneiden, das muss man wohl eingestehen, die Versorgung der Stadt abschneiden. Sie wollen offensichtlich dann weiter in diesen Korridor vorstoßen bis zur türkischen Grenze und nach rechts, nach Nordosten in Richtung Raqqa, um IS einzukreisen in einen Kessel. Das ist die strategische Absicht. Ich werte das nicht. Ich sage das noch mal ganz deutlich. Es geht mir nur darum, dass man versteht, was dort geschieht und warum es geschieht. Dass dort Zivilisten getötet werden, das kann kein Mensch akzeptieren. Das ist doch völlig klar. Und dass Flüchtlinge in Bewegung gesetzt werden, flüchten müssen aus ihrer Heimat, das kann kein Mensch akzeptieren. Aber man muss verstehen, worum es eigentlich geht. Und man muss die Dinge wirklich klar auf den Tisch legen. Und halten Sie es für eine gute Strategie? Es ist insofern es gibt keine gute oder schlechte Strategie. Es gibt eine militärische Strategie, die zu einem bestimmten Ziel führt oder die nicht zu diesem Ziel führt. Diese Strategie führt zu dem Ziel, dass der IS aus der Türkei nicht mehr versorgt werden kann. Und es führt zu dem Ziel, dass große Teile des IS eingekesselt werden in diesem Bereich und dann hoffentlich auch ausgeschaltet werden. Das ist das Ziel. Das werden die Russen sicherlich auch zusammen mit der syrischen Armee erreichen. Das bedeutet aber auch, man muss, glaube ich, auch auf die Risiken, die damit verbunden sind, hinweisen. Es geht ja darum, dass sie in einem Korridor vorstoßen, bei dem auf der linken und auf der rechten Seite kurdisches Gebiet ist. Und wir haben jetzt gesehen in den letzten 2 Tagen, dass bereits die Kurden versuchen, einen Zusammenschluss dieser beiden Gebiete vorzunehmen. Herr Pelder. Die Türkei, lassen Sie mich vielleicht diesen einen Satz noch sagen, die Türkei hat inzwischen angefangen, die Kurden wieder zu bombardieren und hat damit gedroht, militärisch einzugreifen. Das wäre der Super-GAU. Ja. Das muss man sich vor Augen halten. Wenn man also über die
die Konsequenzen und die Risiken, die großen Risiken, die mit diesem Krieg verbunden sind, klar werden will, dann muss man das im Auge behalten. Herr Pelter. Das hört also, kaum auf wir dem wir Stuhl, sollten wenn das nicht zu einer sehen. Märchenstunde ausarten lassen, sondern richtig. Bei den Fakten Danke. Bleiben. Herr Kujat, Sie haben sich sicher mal eine Landkarte von Syrien angeguckt. Östlich dieses Korridors, dieses extrem wichtigen Nachschubkorridors für die Rebellion und für die Zivilbevölkerung in Aleppo, ist kein kurdisches Land. Ich kenne das Gebiet sehr gut. Ich war da schon x-mal. Ich habe vielleicht 5 kurdische Dörfer getroffen. Die erkannte man sehr gut an den kurdischen Fahnen, die da hangen. Das ist früher einmal, vielleicht vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, bevor Assad dort die Araber ansiedelte, da war das tatsächlich kurdisches Gebiet, vielleicht. Aber heute ist das ganz klar arabisches Gebiet. Das geben die Kurden, das haben sie mir gegenüber sogar zugegeben. Also was Russland im Moment tut, ist, man bekämpft die Rebellen und die Nusra-Front. Das sind Terroristen, das sind Al-Qaida-Leute. Die Nusra-Front, aber man tut eigentlich nichts gegen den IS. Die gesamten russischen Luftangriffe der letzten Tage haben sich ausschließlich auf die Rebellen und auf die von Rebellen kontrollierten Viertel von Aleppo konzentriert. Der IS wird einfach in Ruhe gelassen. Was ist denn dann das Ziel der Russen? Die Russen und Assad brauchen den IS, um ihr brutales Vorgehen, ihre ethnischen Säuberungen. Ich meine, das muss man schon ganz klar sagen. Im Moment wird Nordsyrien von sunnitischen Arabern gesäubert. Und die Kurden helfen mittlerweile mit. Und der IS ist da, um diese Politik, diese brutale Vertreibung zu rechtfertigen. Und wir dummen Europäer gucken dazu, wir klatschen zum Teil noch. Und in 6 Monaten, in 12 Monaten, wenn die Flüchtlingswelle dann bei uns ankommt, werden wir die Hände über dem Kopf schlagen und uns wundern, woher kommen plötzlich all diese Flüchtlinge? Die Dinge, die uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden, die passieren jetzt in Aleppo. Und jetzt muss man etwas tun. Herr Schulz, warum macht der Westen dann nichts? Ich kenne keinen komplizierteren Konflikt als den. Ich bin in vielem Ihrer Meinung. Nicht, dass der sogenannte Islamische Staat als ein Mittel zum Zweck benutzt würde, aber dass die Sunniten Schutz brauchen, das steht ganz ohne Zweifel fest. Und damit sind wir bei einem Kernbestand dieses Konflikts, der nämlich auch ein Religionskonflikt zwischen Schiiten und Sunniten ist, was die ganze Sache noch weiter verkompliziert. Der zweite Punkt ist, ich kenne das Gebiet auch gut. Und deshalb würde ich zunächst mal sagen, Herr Kujat, eine Militärmacht handelt in der Logik einer Militärmacht. Die will strategische Optionen verwirklichen, um Geländegewinne zu haben. Natürlich. Eine effiziente Militärmacht, und ich glaube, die Russen sind eine, hält aber auch humanitäre Korridore offen. Das ist der Vorwurf, den man klar machen muss. Die Bomben. Aber dass die Hilftransporte nicht ankommen, ist ein Verstoß gegen jede internationale Regel. Das muss man offen kritisieren. Deshalb moralisiert Frau Merkel nicht, sondern sie sagt an dem Punkt die Wahrheit. Die Türkei hat die Grenze bei Kilis geschlossen. Zwischen Aleppo und Kilis sind 60 Kilometer. Die Türkei hat diese Grenze zugemacht, was ich für eine Katastrophe halte. Ich will der Türkei hier deutlich ein Kompliment machen. Die haben über mehrere Jahre hinweg genau dort Leute rüberkommen lassen. Jetzt machen sie diese Grenze zu und liefern damit die Zivilbevölkerung natürlich auch diesen Luftangriffen aus. Deshalb wäre ein Appell, den wir jetzt wirklich auch von hier aus mal richten müssen an die Türkei, die Grenze aufzumachen und die Flüchtlinge dort aufzunehmen. Hat der Westen nicht mehr, hat Europa nicht mehr, die NATO, die USA nicht mehr als Appelle? Ne, wir hätten schon andere Optionen, auch mehr als Appelle, aber dann wären wir in einer militärischen Logik, von der ich glaube, dass sie den ohnehin komplizierten Prozess noch weiter verschärfen würde. Wir hören das ja in diesen Tagen auch, dass mit Bodentruppen interveniert werden müsste. Da muss man eins ganz deutlich sagen. Wir haben eine Wahl zu treffen, nämlich zwischen, so verständlich es sein mag, der Appell geht mit Bodentruppen rein, mit 100.000 Soldaten und löst den Konflikt ein für alle Mal. Das ist ein Trugschluss. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb bin ich für die andere Alternative. Nämlich? Sie haben eben ihn gefragt, ja, sind denn schon Hilfstransporte angekommen? Genau. Die Vereinbarung ist am Freitagabend getroffen worden. Am Freitagabend. Zunächst einmal Reduzierung der Gewalt,
humanitärer Korridor und dann weiter verhandeln. Heute ist immer Sonntag. Aber Sie wissen, dass Frank-Walter Steinmeier, Ihr Parteigenosse, heute ist immer Sonntagabend, Freitag oder am Samstag gesagt hat, Sonntagabend werden wir schon was sehen. Da so, dachte ja. ich, also werde meine ich genau Herrn Kuri am Sonntagabend fragen. Nochmal, Frau Wille. Also zwischen Sonntag und heute haben wir 48 die Stunden. Die Laster von der UNO stehen vor der belagerten Gebiete. Die brauchen nur sozusagen, dann gehen die rein. Wir haben 48 Stunden zwischen Freitag und heute. Das ist mehr als genug. Mein Kenntnisstand ist, die sind unterwegs, sie sind noch nicht angekommen. Eine Grundvoraussetzung, um das Ganze, was da am Freitag glaubwürdig, um das glaubwürdig zu machen, was da am Freitagabend verhandelt worden ist, ist, dass die Hilfstransporte ankommen. Dazu gehört die UNO, dazu gehört der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, dazu gehört Assad und dazu gehören die Russen. Und deshalb will ich jetzt hier mal ganz deutlich sagen, egal, was Russland dort macht, egal, wie man es bewertet, die haben als Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eine Pflicht, mit ihren militärischen Mitteln die Hilfstransporte dort ankommen zu lassen. Und das ist das, was wir jetzt hier mal von Russland verlangen müssen. Und was, wenn sie wenn das nicht machen, ist das ein schwerwiegender Verstoß gegen alle internationalen Regeln. Das muss man dann auch kritisieren. Nur, wir sind in einer verzweifelten Lage. Ich kann diese Kritik jetzt hier wunderbar vorbringen. Ist doch alles toll. Das löst nur den Konflikt das nicht. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass wir diesen Konflikt mit den Konfliktparteien lösen müssen. Und dazu gehört bedauerlicherweise eben auch die russische Militärmacht. Sie haben ja recht, Herr Pelder, um Himmels Willen. Jeder, der das hört und jeder, der das sieht, was sich in Syrien, nicht nur in Aleppo, was sich in Syrien abspielt, kann es nicht ertragen und fragt sich, was hätten wir machen sollen, was können wir jetzt überhaupt noch machen? Und Sie haben zum Schluss gesagt, wir müssen was tun. Was denn bitte? Ich bin hier, habe nicht die Aufgabe, Fragen zu stellen, aber ich habe als Können Journalist... Können Sie auch machen, Frau Kohneschmalz, gebe ich ganz großzügig ab. Also, was denn? Nein, ich habe nur Fragen... erst mal die Frage, ne, und dann die Antwort. Antwort dachte ich von Herrn Pelder. Ja, aber die Frage muss da erst mal kommen. Ja, los. Ich habe zum Beispiel die Frage, wer ist denn die gemäßigte Opposition, die man unterstützen soll? Wo sitzt die? Wie ist das mit dem Rückhalt in der Bevölkerung? Assad weg, das hat übrigens Wolfgang Ischinger gesagt, der hat gesagt, Assad weg ist eine Position, aber keine Strategie. Und wohin das führt, kann man in Libyen besichtigen, hat Herr Ischinger gesagt. Und er hat noch einen Satz gesagt, und dann komme ich zu der Frage zurück. Er hat nämlich gesagt, man kann nicht russisches Denken deshalb für falsch halten, weil es russisches Denken ist. Herr Ischinger hat das gesagt. Also, ich komme darauf zurück. Fragen müssen doch erstmal beantwortet werden. Wie soll denn das auch gehen mit Assad weg? Wer soll das militärisch machen? Die saudi-arabischen Bodentruppen oder wie? Und wenn Assad weg ist, soll es dann basisdemokratisch weitergehen? Wer macht denn das dann? Was soll nach Assad kommen? Das sind doch alles Dinge, wo die EU und die USA keine Vorstellung haben. Das haben Sie schon drei Fragen und die Russen auch Herr Pelder, nicht. Ja, aber das sind doch die Dinge, über die man reden muss. Herr Pelder will ja antworten. Also, was tun? Also, ich habe bis jetzt weder gesagt, dass Assad weg muss, noch habe ich das Wort gemäßigt in den Mund genommen. Ich spreche in diesem Zusammenhang lieber von nicht-dschihadistischer Opposition. Es gibt die Dschihadisten, den IS und die Al-Qaida, die Nusra-Front. Und dann gibt es sehr viele Islamisten, die aber nicht-Dschihadisten sind, die nicht die islamische Weltrevolution wollen, die nicht den Westen oder Israel angreifen wollen. Also das ist die nicht-dschihadistische Opposition. Und nun, was muss man tun? Wir wissen das vom Jugoslawien-Konflikt her. Es gibt nur politische Lösungen in solchen Kriegen, wenn es ein militärisches Gleichgewicht gibt. Im Moment von Friedensgesprächen und von Waffenruhen zu sprechen, wo Assad und die Russen und vor allem auch die Iraner, die hinter Assad stehen, viel mehr als die Russen, wenn die den Krieg gewinnen, woher sollen die denn Interessen haben, um einen Waffenstillstand auszurufen und einzuhalten, eine Friedenslösung, eine politische Lösung anstreben? Wenn wir wirklich ernsthaft an einer politischen Lösung interessiert sind, müssen wir dafür sorgen, dass Assad und Putin und Teheran wissen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Und das kann man nur tun, indem man die Opposition, nicht die dschihadistische, sondern die andere, unterstützt mit Waffen, notfalls auch mit Luftabwehrraketen, um die russischen Kampfjets abzuschießen. Das ist eine sehr schlechte Option, extrem riskant. Das ist es. Es gibt nach 5 Jahren des Zuguckens keine guten Optionen mehr. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir Putin nicht an der türkisch-syrischen Grenze stoppen,
dann werden wir das ein paar Jahre später in Osteuropa tun müssen. Und mir wäre es dann lieber im Nahen Osten als dort. Also Herr Kujan, ist das nicht eine gute Option? Nein, es ist vor allen Dingen keine Option, die zu einer Lösung führt. Also erstens haben die Russen... Er sagt aber ein Gleichgewicht der militärischen Macht. Und Sie hatten es ja auch in Ihrem Interview angesprochen, dass die russische Stärke möglicherweise sich nur aus der Schwäche der anderen erklärt. Richtig. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Westen, ich sage das jetzt mal so allgemein, da meine ich die Europäische Union und auch die Amerikaner insbesondere, damit sich frühzeitig mit den Russen zusammengesetzt hätten und versucht hätten, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist doch der entscheidende Punkt. Was passiert denn jetzt? Jetzt passiert das, dass die Friedensverhandlungen jetzt durch Vorbedingungen, die durch die sogenannte gemäßigte Option gestellt werden, unterbrochen sind. Das hatten wir schon einmal vor zwei Jahren. Das war doch der russische Angriff auf Aleppo, die Friedensverhandlungen gestört hat. Und wenn Sie für mich reden wollen, machen Sie es gerne. Die Friedensverhandlungen torpediert haben. Sie haben die Aleppo angegriffen. Reden wir darüber. Wir haben genau das Gleiche 2013 gehabt, als die Vorbedingung war, Assad muss vorher weg, bevor der Friedensprozess umgesetzt wird. In dieser Zeit haben wir zigtausende Tote in Syrien zu beklagen und Millionen von Flüchtlingen. Wenn es schon hier darum geht, festzustellen, wo liegen die Ursachen, dann muss man auch das ansprechen. Und in der gleichen Situation sind wir im Augenblick. Die wollten wir durch die Gespräche in München überwinden. Sie haben recht. Ob die Hilfstransporte durchkommen, das ist der Lackmustest. Den müssen wir bestehen. Aber im Augenblick ist die Situation ja so, dass die syrische Armee erstaunlicherweise, muss ich sagen, so große Fortschritte macht, dass das Risiko besteht, dass der Zusammenhang zwischen den Friedensgesprächen und den militärischen Fortschritten der russisch-syrischen Militärmacht aufgelöst wird. Das ist in der Tat dann ein Risiko, wenn sozusagen militärisch Fakten geschaffen werden, die durch die Friedensverhandlungen nicht mehr eingeholt werden. Deshalb ist es entscheidend, dass wir jetzt wirklich ganz konkret versuchen, die einzelnen Schritte auf dem Wege zu einer friedlichen Lösung, zu den drei Zielen, um die es geht, Ende des Bürgerkrieges, Vertreiben des IS, und eine parlamentarische, demokratisch legitimierte Regierung in Syrien, die dann die Voraussetzungen dafür bietet, dass vielleicht durch eine Art Marshallplan dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Ich möchte gerne für die syrischen Leute reden. Also, die Syrer sind 2011 auf die Straße gegangen, 8 Monate lang. Die haben für Freiheit und Menschenwürde gerufen. Die sind jeden Tag 50 bis 100 durch die Militär erschossen. Jeder Lösung für Syrien ohne das syrische Volk wird nicht funktionieren. Genau. Der Assad hat 500.000 Leute. Wir haben 1 Million behindert. Also er hat entweder Arm oder Bein. Wir haben die Leute gesehen durch unsere Arbeit. Meine Familie, ich, also die Leute, die beim Gießen in die Felder sind, bombardiert von Assad-Flugzeugen. Die Frau, die mit ihrem Mann vor ihren Augen ihre Kinder erschossen haben, die Milizen der Regime. Dieses Volk wird nicht mehr akzeptieren, unter einem Diktator, unter diesem Regime zu leben. Und das ist, deshalb halte ich überhaupt nichts, dass die Russen und die Militär der Assad-Regime jetzt in Vormarsch ist, dass wir Frieden suchen, weil die werden das nicht akzeptieren. Der Assad hat gestern gesagt, auch wenn wir verhandeln, wir werden weiterkämpfen gegen Terroristen. Dasselbe hat Lavrov gesagt. Aber was ist die Definition der Terroristen? Lavrov und Assad und Muallim haben andere Definitionen. Jeder, der gegen Assad ist, Terrorist. Und das ist unakzeptabel. Es bezieht sich nicht nur auf IS und auf Nusra. Und ich will kurz nur was sagen. Also wir werden als Syrer nicht vor der Wahl gestellt werden, IS oder Regime. Wir haben unsere Wahl getroffen. Wir wollen Freiheit. Und bitte jeder, der Frieden und Frieden Schritte machen will, muss das berücksichtigen und nicht uns als syrische Volk unter so eine Diktatur wiederbringen, einer, der wie Nordkorea vergleichbar ist, nicht mal mit Ostblockstaaten. Herr Kudry, Sie haben ja völlig recht. Sie haben ja völlig recht. Es wird Ihnen da niemand widersprechen. Es ist völlig klar,
dass Assad nicht an der Regierung bleiben kann und wird. Dass er nicht an der Regierung bleiben kann und wird. Das hat Putin gesagt. Und wir müssen ihn auch beim Wort nehmen. Und er hat übrigens im September schon die einzelnen Schritte erläutert, nämlich Übergangsregierung und verfassungsgebende Versammlung, parlamentarische Demokratie, freie Wahlen. Warum gab es bis jetzt keine Übergangsregierung? Die haben verhandelt vor einer Woche. Ja, wir kommen ja gleich dazu. Der Punkt ist der, Herr Kudry. Ja. Ich rate Ihren Freunden in Syrien, die sagen, es muss zunächst mal alles aufhören an militärischen Aktionen hier, bevor wir fahren. Lassen Sie mich mal ausreden. Sie haben das nicht gesagt. Ich rate Ihnen, dass die Verhandlungen nicht durch Vorbedingungen zu belasten, lassen Sie es mich so allgemein sagen, weil dann bedeutet nämlich Folgendes. Dann erreichen Sie nämlich genau das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollen. Wenn militärisch Fakten geschaffen sind, dann... Und wir haben diesen politischen Prozess mit freien Wahlen am Ende noch nicht eingeleitet. Warum sollte dann Assad gehen? Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ich fürchte, dass Sie das nicht verstanden haben. Also nein, es gab keine Bedingungen. Die haben ja gesagt, das Essen bringen an die hungernden Leute, das ist nicht darüber zu verhandeln. Und das muss vor der Verhandlung geschehen. Das ist auch klar. Das ist ja Menschenrechte. Also es kann die ganze Welt nicht akzeptieren, dass Kinder sterben in Madaya. Und jeder hat ja die Bilder von diesen Kindern, die an Hunger sterben. In diesem Zeit, in diesem Alter, wie die syrische Revolution losgegangen, habe ich das nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, ja, vielleicht wird ja ein paar hundert gestorben, aber dann die Welt wird das nicht zulassen, was 1980 passiert. Das passiert 20 Mal, 100 Mal mehr. Aber das kann ist nicht zugelassen, dass wir darüber verhandeln, ob die Kinder essen oder nicht essen. Wir haben ja beide gesagt, das ist ja jetzt der Lackmustest, um den es geht. Es muss sichergestellt werden, dass die humanitären Transporte tatsächlich durchkommen. Und dann wird auch Russland diesen Lackmustest bestehen müssen. Völlig klar. Wenn der Lackmustest, wie Sie sagen, nicht bestanden wird und die Hilfslieferungen nicht geliefert werden und die Welt das syrische Volk weiter im Stich lässt, denn so empfindet Herr Kohl. Wir haben ja im Augenblick noch keinen formalen Waffenstillstand. Nee. Wir haben Waffenruhe vereinbart, mit zwei Ausnahmen im Übrigen. Mit der Ausnahme, dass nämlich die Vereinigten Staaten und Russland weiter bombardieren würden, Al-Nusra und IS. Und andere terroristische Organisationen, wie die Vereinten Nationen als solche versteht. Das ist eben genau der Punkt. Auf der einen Seite lässt es einen enormen Interpretationsspielraum. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Weg überhaupt aus dieser Sackgasse heraus. Wir hätten in dieser kurzen Zeit keinen formalen Waffenstillstand vereinbaren können, weil er an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, es ist wirklich der Versuch, ein erster vorsichtiger Schritt aus dieser Sackgasse heraus. Und wenn Sie fragen, was passiert denn, wenn dieser Lackmustest nicht bestanden wird, von wem auch immer, sage ich einmal, von Russland oder von anderen auch, dann müssen sich trotzdem die Verhandlungspartner an einen Tisch setzen und versuchen, einen formellen Waffenstillstand zu vereinbaren, und zwar in möglichst kurzer Zeit, damit dann auch tatsächlich dieser Verhandlungsprozess über die einzelnen Schritte zu einem Friedensschluss und zum Ende des Bürgerkrieges beginnen kann. Und da eben noch mal mein Appell: Keine Seite darf Vorbedingungen stellen. Es muss weiter verhandelt werden. Sonst gehen die beiden Entwicklungen auseinander und dann geschieht etwas, dann werden Tatsachen geschaffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Herr Schulz, Sie waren auf der Münchner Sicherheitskonferenz bis gestern Abend noch. Sie haben die Stimmung dort mitbekommen. Wir haben eingespielt ja eben, wie sich selbst der russische Außenminister sehr skeptisch zeigte, dass diese Vereinbarung, die man ausgehandelt hat auf der daneben gelagerten Syrien-Kontaktgruppenkonferenz, dass die überhaupt das Papier wert ist, auf der sie steht. Wie ist denn die Stimmung jetzt? Glaubt man, dass eine Wende möglich ist oder nicht? Ihre Frage lautete, glaubt man? Ja.
Ich kann nur für mich antworten. Ich habe da kein allgemeines Gefühl feststellen können. Deshalb kann ich Ihnen nur meine persönliche Wahrnehmung vermitteln. Lavrov ist ein Pokerface, das wissen wir alle. Und bevor Sie Lavrov ein Lächeln entlocken, muss schon viel geschehen. Deshalb war für mich das Telefonat Putin-Obama heute viel wichtiger. Mhm. Das zeigt, es gibt nach wie vor Dialog und den Versuch, zu gemeinsamen Vereinbarungen zu kommen. Das fand ich gut. Die Stimmung in München war angespannt. Sie war deshalb angespannt, weil Russland keinen Zweifel daran lässt, dass es ein Spieler in der internationalen Politik ist, den man ernst zu nehmen hat. Ich bewerte nicht, ich referiere. Und es gibt eine andere Seite, die man beschreiben muss. Ein US-Präsident, der in dieser Frage nicht sehr engagiert ist und den geringsten Schritt, den er überhaupt macht, mit einem Kongress vereinbaren muss, bei dem es eine republikanische Mehrheit gibt, die einen weiteren Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem internationalen Engagement befürwortet. Und die Europäische Union ist gelähmt durch ihre inneren Krisen, durch die multiplen Krisen, die wir haben. Und ich sage noch mal, da ist ein Vakuum entstanden. Und dieses Vakuum, wie gefährlich ist das? Gefährlich. Denn Russland füllt ein Vakuum aus, dass es in dieser... Die bipolare Welt gibt es nicht mehr. Es gibt eine multipolare Welt, in der sich die Welt neu ordnet. Und Russland sucht doch ziemlich selbstbewusst seine Rolle. Ich will eins hinzufügen. Ich glaube nicht, Herr Pelder, dass man mit der Aufrüstung der Opposition, das haben Sie ja gefordert, ein Waffengleichgewicht jetzt herbeiführen kann. Ich will auch zur Opposition noch mal eins sagen. Ich verfolge sehr intensiv die Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Das ist nicht Human Rights Watch, sondern die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Das ist dramatisch, was die berichten. Man muss einfach sehen, dass der Assad ein Mann ist, der schwere Verbrechen begangen hat. Wir haben aber das ist nicht ganz richtig zu sagen, die Opposition hatte keine Unterstützung. Sie hatte in den Jahren 2011, 2012 sehr große Unterstützung. Aber die Opposition ist teilweise eben auch an ihren inneren Widersprüchen gescheitert. Und deshalb neige ich dazu, weil es keine militärische Lösung jedenfalls in diesem Wege gibt, dass das, was Herr Kujat gesagt hat, ist auch meine Meinung. Wir sollten versuchen, die kleinsten Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen, die Konfliktparteien möglichst ohne Vorbedingungen an einen Tisch zu bringen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich setze mich mit diesem Menschenschlechter nicht an einen Tisch. Aber so war es im Sudan zum Beispiel auch mit dem Bashar. Und am Ende haben die Vereinten Nationen sie an einen Tisch gekriegt, jetzt haben wir Frieden. Ja. Richtigen Frieden haben sie auch nicht. Aber wenn Sie sich den Bürgerkrieg vorher anschauen und schauen sich die Situation jetzt an, dann sagen wir ganz präzise, ist es wesentlich besser geworden. Richtigen Frieden haben wir immer noch nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist das der einzige Weg, dass wir die vorhandenen Parteien, die da sind und die wir nicht wegzaubern können, an einen Tisch bringen. Das ist der einzige mögliche Weg. Aber wer sitzt da an diesem Tisch? Ich möchte ein Zitat gerne noch einspielen, das gestern für viel Aufsehen gesorgt hat, eben auf der Münchner Sicherheitskonferenz, nämlich von dem russischen Ministerpräsidenten Medvedev. Die Politik der NATO gegenüber Russland bleibt unfreundlich und abweisend. Man könnte sogar sagen, wir sind in einen neuen Kalten Krieg zurückgerutscht. Praktisch jeden Tag werden wir zur größten Bedrohung erklärt. Mal für die NATO, mal für Europa, mal für die USA und weitere Staaten. Frau Krone-Schmalz, redet die russische Regierung nun den Kalten Krieg neu herbei? Wenn doch Herr Schulz gerade auch gesagt hat, die bipolare Welt existiert so gar nicht mehr. Nein, also die Russen reden nun wirklich nicht den Kalten Krieg herbei, sondern man muss die Dinge ja immer in der Chronologie sehen. Und die Reden, die vorher gehalten wurden, also wenn man sich beispielsweise die Rede von Herrn Stoltenberg angehört hat, da war ja kein Satz ohne Vorwurf an die Russen. Und dann gab es noch ein paar Reden, wo das auch so war. Und dass dann der russische Ministerpräsident die Dinge beim Namen nennt und sagt, ihr empfindet uns mittlerweile oder schon die ganze letzte Zeit als Feind und nicht mehr als Partner. Und das auch auf den Punkt bringt und sagt, wir sind in eine Zeit reingerutscht, die wir doch eigentlich überwunden zu haben glaubten, dann finde ich das völlig in Ordnung, dass man das so nennt. Und für wie gefährlich halten Sie diese Zeit? Ja, Stückchen für Stückchen. Es hat, weil ich finde das in dem Zusammenhang nicht unwichtig, es hat 2007
eine Rede von Präsident Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben. Darauf hat sich Medvedev ja auch bezogen, ganz ausdrücklich. Die nicht nur nach meiner Einschätzung so etwas Ähnliches wie ein Weckruf war, nur nicht so aufgenommen worden ist, sondern entweder ignoriert oder vom Tisch gewischt, was ein Fehler war. Und dann komme ich nämlich auf den Ausgangspunkt zurück. Wenn darüber geredet wird, und es geht ja nur mit Verhandlungen, es geht ja nur mit Verhandlungen und es geht nur mit Russland. Und das finde ich das Tragische, falls das überhaupt eine politische Kategorie ist, das Tragische an der Situation. Es ist ja nicht an Russland gescheitert, dass man vor 5 Jahren miteinander verhandelt hätte, sondern die westliche Seite wollte Russland ja nicht dabei haben. Das muss man ja auch mal beim Namen nennen. Also, wenn wir endlich, wir im Westen, EU, USA, wenn man endlich Russland als agierenden Partner in der Weltpolitik begreift, den muss man ja nicht mögen. Man muss auch nicht alles teilen, was die machen. Aber man muss einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen. Machen Sie doch jetzt nicht so eine Nummer draus, Herr Schulz. Nein, aber dafür ist es... Ne, wir sind, also ich mag Putin nicht besonders. Darum geht es doch gar nicht. Das ist genau das, was ich meinte. Mag er Sie denn? Mafia. Ja, das ist genau... Ist mir egal, ob der mich mag. Das ist genau das, was ich meinte, als ich zu Beginn sagte, wir sitzen hier im Warmen und haben eben nichts mit diesen Dramen zu tun und können hier darüber diskutieren, wie man da am besten rauskommt und wer uns am sympathischsten oder unsympathischsten ist. Fakt ist, Frieden in der Welt oder eine halbwegs funktionierende Welt wird man ohne Russland nicht hinkriegen. Wann begreift man das endlich? In den diversen Reden ist es immer gesagt worden, Russland, ohne Russland geht es nicht und gegen Russland schon gar nicht. Aber dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Man kann eine ganze Chronologie auflisten, dass konstruktive Vorschläge von Russland wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch nie aufgegriffen worden sind, weil man sich gedacht hat, das kann man sich leisten. Denn die zerbrochene Sowjetunion, das, was dann als Russland übrig geblieben ist, ist kein Partner, sondern eher Konkursmasse. Und das rächt sich jetzt ohne Ende. Herr Schulz, Sie schütteln mit dem Kopf. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich gehöre ausdrücklich zu denjenigen, die, das habe ich ja, glaube ich, heute Abend hier auch klar gemacht, anerkennen, dass Russland ein wichtiges und mächtiges Land ist, mit dem man nicht nur verhandeln muss, mit dem man auch rechnen muss. Das ist völlig klar. Ich reg mich ja immer auf, dass es, das will ich ja ganz offen sagen, dass es, wenn es um Russland geht, immer unterschiedliche Standards gibt. Also Menschenrechtsverletzungen, die es zum Beispiel auch in China gibt, die in massivster Form werden weniger angeprangert, als wenn es um Russland geht. Insofern kann ich da auch manche Befindlichkeit der Russen verstehen. Aber man muss umgekehrt auch sagen, nicht jeder, der ein Akteur der internationalen Politik ist, das ist eine Feststellung, gefällt einem auch. In Russland werden Journalisten drangsaliert, in Russland gibt es gelenkte Demokratie. Das Konzept von Putin, der finanziert alle rechtsextremistischen Parteien in Europa. In meinem Parlament, da sitzt die Front National, die kriegt in Frankreich keinen Kredit. Die kriegt ihre Kredite aus Russland und deren Gesellschaftsbild, autoritär, gegen Minderheiten, diese dekadente, schwule Welt des Westens, das wollen wir nicht. Das ist Putinismus in Reinkultur. Das gefällt mir überhaupt nicht, da bin ich auch gegen. Aber dennoch müssen wir mit denen leben. Ja. Ist das glaube, Ziel wir sollten Putin? Beim Thema Syrien bleiben. Ist das Ziel Putins über die syrischen Fluchtbewegungen den Westen zu schwächen? Ich glaube, es ist eine wichtige Begleiterscheinung. Putin testet seine Gegner. Er versucht, die Türkei von der NATO abzuspalten. Das ist ein, glaube ich, wichtiges strategisches Ziel, das er jetzt in Syrien verfolgt. Die Türkei soll von den europäischen Verbündeten entfernt werden. Da ist er schon sehr weit, das ist ihm schon fast gelungen. Und Präsident Erdogan in der Türkei hat ihm da sehr viel Schützenhilfe geleistet durch seine, ja, zum Teil ein bisschen einfältigen Politikversuche. Aber Putin hat erkannt, dass Europa schwach ist. Und der Unterschied zum Kalten Krieg ist eben, dass die Amerikaner kein Interesse mehr haben am Nahen Osten oder kein großes mehr. Und vor allem, die Amerikaner leiden nicht unter den Flüchtlingsströmen. Auch die Russen leiden nicht unter ihnen. Die Flüchtlinge kommen alle zu uns. Und Europa ist nicht in der Lage, weder
über einen Schutz der Grenzen eine Einigung zu erzielen, noch über eine Verteilung der Flüchtlinge, noch über irgendwelche Drohkulissen gegenüber dieser Allianz Putin, Assad und Teheran. Wer diese Schwäche signalisiert, das ist höchst gefährlich. Ja. Weil wer Schwäche signalisiert in so einem Zusammenhang, der holt den Krieg am Schluss. Darf ich nur eine Zwischenbemerkung machen? Der wird den Krieg nicht verhindern. Der will sie nicht beenden. Wie schlecht ist es um unsere Gesellschaft und alles drumherum bestellt, wenn wir es nötig haben, ein solches Feindbild aufzubauen? Das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Also ich bitte Sie. Aber nicht komplett aus der Welt gefallen. Ich zitiere zum Beispiel Nils Annen als einen von vielen, der sagt, Putin verschärft die Flüchtlingskrise gezielt, um die EU zu destabilisieren. Das ist Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Herr Pelder ist ja nicht alleine. Ja, das mag ja sein. Ist es trotzdem Unsinn? Wie soll das denn funktionieren? So wie es beschrieben hat. Ja, wie denn? Wie denn? Wie soll das denn? Das ist doch genauso Unfug. Wie. Lassen Sie mich vielleicht mal etwas realistischer werden. Nehmen Sie doch das mal, was Herr Medvedev gesagt hat. Hören Sie sich das doch mal an. Es ist ein Appell. Genau. Und dieser Appell lautet: Lasst uns zurückkehren zu normalen Verhältnissen, nicht der Zusammenarbeit, sondern dass wir miteinander reden. Und da müssen wir uns selbst fragen, wir haben in der Zeit, als wir ein sehr gutes Verhältnis mit Russland hatten, haben wir Instrumente geschaffen für die Zeit, in der es kritisch wird. Mhm. Aber ja, wir nutzen diese Instrumente nicht, zum Beispiel den NATO-Russland-Rat. Also wir setzen ihn aus. Das Zweite ist, das ist genau das. Das ist nämlich ein sehr flexibles Instrument. Wir könnten zum Beispiel... Dass wir nach Syrien zurück... Ich komme gleich zurück. Wir könnten zum Beispiel den Militärausschuss in der Konfiguration mit dem russischen Generalstabschef hervorragend nutzen, um in der Ukraine vertrauensbildende militärische Maßnahmen zu vereinbaren. Es wird nicht genutzt. Ich habe da nichts gegen. Ich finde das auch gut. Aber zweiten Herr Teil noch sagen. Ja, bitte. Den zweiten Teil noch Herr sagen. Ja, das ist das eine. Und ganz konkret zu Syrien. Syrien wird die Gefährlichkeit der Dimension in Syrien wird bei uns völlig unterschätzt. Exakt. Wenn die Türkei in Syrien einmarschiert und auf russische Truppen trifft, dann hat ein NATO-Mitgliedstaat ist es im Konflikt mit Russland. Ja. Und dann sind wir alle im Konflikt mit Russland. Und die Türkei hat immer wieder versucht, die NATO heranzuziehen. Ich sage Stichwort Petrit, Stichwort Evex. Und ich kann nur warnen davor. Nehmen wir diese Situation so ernst, wie sie ist, und versuchen wir auf unsere Verbündeten, und einer unserer Verbündeten ist in diesem Fall die Türkei, den nötigen Einfluss zu nehmen. Die Leute in Syrien sehen sich zu der Bombardierung durch Assad, weil der Putin kann sie ja viel besser machen. Nach der und die flüchten jetzt. Ja, die sehen sich zurück. Ja, ich würde mich nach keiner Bombardierung sehen. Jetzt, also diese Flüchtwelle ist ja offensichtlich, der Ziel ist die Stabilisierung von Türkei. Und wenn Russland in Syrien einmarschiert, sie muss damit rechnen, jeder Militärakt wird weitere Militärakt einziehen, wenn Türkei einzieht. Also das war falsch, dass Russland reinkommt. Sie hat auch wurde verhandelt mit Russland. Aber wenn die Türkei reinkommt, ist es richtig. Nein, habe ich nicht gesagt. Es soll ja keiner. Auch die Iraner sollen raus, auch Hezbollah. Ja, aber die sollen alle raus. Ja, natürlich. Aber wie soll das? Mein Gott. Ja, das geht ja nur in Verhandlungen. Bis jetzt wurde dreimal verhandelt. Deshalb, das syrische Volk glaubt ja diese Münch-Konvention nicht. Also wurde Genf 1, Genf 2, Genf 3, Wien. In Genf 1, warum ist es gescheitert? Weil die Russen standen hinter Assad. Der Assad muss ja für immer bleiben. Also, der Hauptverbündete von Assad. Das ist ja das Problem. Dass Russland hat Interesse, dass Assad bleibt, damit sie eine loyale Regierung in Syrien hat und damit sie ihre Basis in Tartus hat. Muss ich extrem große Verzweiflung bei Herrn Kuri. Ja, bitte. Willst du den Tagesthemen gehen zu Karin Mioska? Die übrigens dasselbe Thema haben wie wir und auch an die Syrien-Frage anknüpfen und da weiter drüber nachdenken, oder Karin?
Genau, Anne, wir schauen dabei heute genauer auf die Rolle der USA. Und was auch hochspannend ist, wir zeigen, dass Terroristen sich in aller Welt nicht nur mit Drogenhandel und Geiselnahmen finanzieren, sondern ihre Kassen auch mit Steuergeldern füllen, mit Steuergeldern auch aus Deutschland. Danke, Karin. Das jetzt also in den Tagesthemen. Danke an die Runde für die Diskussion. Danke an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.